Kurz bevor es jetzt hier losgeht, möchte ich euch noch mal eben den heutigen Sponsor des Videos vorstellen. Und zwar ist es Autodoc. Und ich möchte euch mal eben die Autodoc-App zeigen. Diese App ist schön aufgebaut. Man kann auf jeden Fall direkt nach Teilnummern suchen oder man gibt sein Auto unten ein und hat direkt alle Teile, die so ein Auto hat. Auf jeden Fall kann man jetzt hier schön übersichtlich sehen, was es hier alles gibt. Also Reifen, Bremsen, Motorteile, Elektriksachen, halt alles, was an so einem Auto dran ist. Auf jeden Fall sucht man sich jetzt einfach irgendwas raus. Wir nehmen einfach mal die Bremsanlage, halt Bremsscheiben, einen kompletten Bremsensatz oder nur Einzelteile. So, wir gehen jetzt einfach mal hier auf Bremsscheiben, sucht man sich halt aus, was man braucht. Zack, zeigt mir hier überall alle Sachen an. Man sieht direkt hier von günstigen Sachen bis hochwertigeren Sachen, kann man sich auf jeden Fall auswählen. Und hier gibt es direkt überall fette Rabatte. Im Moment gibt es das Freunde-Werben-Freunde-Angebot. Da könnt ihr euren Freund helfen und ihr euch selber auch. Ihr könnt auf jeden Fall eurem Freund einen Code schicken. Er kann eine Bestellung, also mindestens im Wert von 50 Euro, aber was gerade kein Problem ist, in den Black-Friday-Sale-Wochen, könnt ihr den Code eingeben und kriegt nochmal 5 Euro geschenkt. Es ist auf jeden Fall nice to have. Guckt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, gibt es den Link, holt euch die App. Ja. Mahlzeit, mein Freund der verrückten Unterhaltung. Bevor wir dieses Video jetzt starten werden, muss ich da mal dringendstens darauf hinausweisen, dass ihr definitiv dringend diesen Zollstock benötigt. Für unser neues Projekt werden wir ihn wahrscheinlich auch brauchen. Nein, worum geht es heute? Und zwar, um den Bogen weiterhin zu überspannen und Projekte nicht abzuschließen, haben wir uns das nächste gekauft. Juhu! So! Ja, was nennen wir das denn jetzt? Ich glaube, das ist die russische G-Klasse, sag ich mal so. Stasi-Fahrzeug Nummer 1. UAZ. Ja, da heute auch noch Sonntag ist, also für uns heute ist Sonntag, haben wir vor 3 Stunden bei Kleinanzeigen dieses tolle Fahrzeug gefunden. Jetzt steht er hier. Ich sag mal so, der deutsche Stahlhandel wird sich freuen. Scheiße. Also entweder über die Verschrottung oder auch an die Anschaffung von Neublechen. Man weiß es noch nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr uriges Konstrukt hier alles. Weil irgendwie kann man das alles hier mit 3 Schrauben sind, sorry. Kann man den ganzen oberen Teil abbauen, da hat man nur eine Tür. Substanz ist gut, ne? Substanz ist tipptopp. Ja. Neuzustand. Was los? Wer fährt ihn jetzt runter, du oder Stefan? Warte! Ich glaube, der möchte gar nicht fahren. Warum? Motor sitzt drin, aber. Wir haben ihn leider noch nie gehört. Stefan! Können wir deinen Vater verkaufen? Futtereimer! Hey. Geil, die gab's dazu. Weißt du, was die da mit gemacht haben? Ey, das sieht aber aus wie die Panzersitze, original, ne? Und dann sind die wahrscheinlich auch. Ja, hier hat man auch schon Designer, also PVC-Boden eingelegt. Mhm. Weil das ein bisschen für die Optik. Schön. Ja, ist leider Sitze. Nicht die militärische Ausführung, weil sonst hätten wir nämlich noch ein bisschen mehr Bodenfreiheit wie jetzt schon. Was und hätten auch. Schon nicht schlechtes, aber. Ja. Ah, die Sitze, da hat der vorne jetzt Stoff angekreuzt und hinten Leder, ne, beim Bestellen. Stimmt, ja, ich glaube schon. Wollen wir nicht am besten auch eben schnell einmal die Karre runterschieben, da haben wir viel mehr Platz, um das einmal zu veranschaulichen, also, oder? Muss das so gehen, ne? Ja, muss ja eh rein, sonst fährt der gleich voll durch die Hallenwand und dann ist der Haus könnte ein. Passieren. Ja, den Rost gab es gratis dazu. Dann war auf jeden Fall einiges. Hä? Hä? Nehmen wir mal. Räder sind auch gut gewesen, da sagt er, TÜV ist gar kein Problem. Ja, da fehlt schon was. Ja, du. Ja, du. Also, mach mal zu jetzt. Oh, geht nicht. Schieben! Geht nicht zu? Oh, Junge. Ja, jetzt kümmert. Lenken, bremsen! Oh? Ich geh die Bremse, ich lass mich schon. Bremst du nicht? Doch. Oh, das sieht schon geil aus. Ja, der sieht auch geil aus. Ja, ein bisschen wohl. Der hätte auch was auf der Straße, weil das sieht nicht jeder Mensch, aber wir reden uns das hier schon wieder alles nicht schön. Das ist... Nee! Nein! Naja, ihr könnt ja mal gerne eben in die Kommentare schreiben, was so eine Karre wohl noch wert ist oder was wir wohl bezahlt haben. Oder was ihr bezahlen würdet. Hat keine deutschen Papiere? Stimmt, ungarischen. Nee, litauische Papiere. Ein Ford Dieselmotor. Ja. VW sitzt zu vorne oder so ähnlich? Oder Twingo? Ja. Könnte auch Twingo sein mit diesen. Ja, stimmt. Können die Leute auch mal schreiben, wer den Sitz hier kennt. Ja. Ja gut, viel Beinfall-Einstellungsmöglichkeiten haben wir auch nicht. Das ist auf jeden Fall klar. Oh, oh, ey, boah, was? Bin echt eingeschweißt. Und BMW-Lenkrad, ne? Hat auch nicht jeder. Nein, gab's das dazu? Innenraumbeleuchtung, die geht aber gerade noch nicht. Du kannst doch ein paar Sauen mit reinschmeißen, du! Das ist eine Jagdkarre! Ja, das sind mal
Radhäuser, die mir gefallen. Also da braucht man jetzt nicht wirklich viel dran machen. Ist ja geil. Ich weiß gar nicht, wie Bremsflüssigkeit so stinken kann. Hier ist nicht neu. Boah. Den darfst du auch zu, ne? Nicht mal. Das ist Bremsflüssigkeit. ja, Motor ist ein Ford 2,5 Liter Turbodiesel. Und mehr kann ich auch noch nicht sagen. Ist eingebaut, passt. Ja. Auf jeden Fall Bremskraftverstärker, der wird wahrscheinlich richtig gut funktionieren. Hier über die Karre schlecht, ey. Ich weiß nicht, was das immer war mit dir. Das ist ein super Auto hier. GFK top. Gefällt oder ist das eher so? Fällt oder? Gefällt oder? Fällt ab. Ist das Original? Ja, aber eigentlich sieht das ja wohl original aus. Echt? Es war alles ein bisschen, naja, so. Naja. Aber, also ich könnte mir das als Privatwagen echt gut vorstellen. Ja, guck doch mal, ey. Ist doch Platz ohne Ende. GFK von der Qualität, ne? Überall siehst du Licht durch. Ja. Oh mein Gott. Mann. Wir haben uns mal ein bisschen weniger Grundierung verwendet. Ich dachte mal, du redest das Auto schon wieder schlecht. Na ja, oh. So ein bisschen Löcher ist das GFK auch schon. Das also Schaltung, GFK. Weiß ich selber nicht. Auf jeden Fall hier normal H. 1 bis 5 oder so. Und dann gibt es hier noch 1000 Hebel. Wahrscheinlich Unterstufe, Untersetzung, Differentialsperre, Allrad wahrscheinlich. Kannst wahrscheinlich alles mit einstellen. Gestartet haben wir den leider noch nicht, weil die den Sprit abgelassen haben oder irgendwie leer laufen lassen haben. Auf jeden Fall war der komplett trocken. Wir werden jetzt Sprit auffüllen. Öl habe ich schon nachgeguckt, Kühlwasser ist drauf. Also ich denke mal für den ersten Start werden wir es mal ausprobieren. Aber wahrscheinlich wird dem wieder irgendwas sein. Ich würde sagen, wir machen da, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Aber ich könnte mir schon fast vermuten, was kommen wird. Also unser Plan ist erstmal, das Auto einfach nur sinnlos auf dem Acker zu vergewaltigen. Obwohl, so standen wir auch beim Kauf, ja eigentlich, ja obwohl der ist ja, oder wir müssen ihn wirklich aufbauen und wieder auf die Straße bringen. Aber unser erster Plan war, wir wollten das Ding wirklich den TÜV, so wie er jetzt hier steht, wenn er fährt, TÜV zeigen. Du, was kann mehr passieren, wie Mängel berichten? Mehr Durchfahrt kannst du nicht. Genau, ob der jetzt 4 oder 8 Seiten lang wird, das wissen wir auch noch nicht, aber... Das Teil hat einen Leiterrahmen, so wie der Ami, also werden wahrscheinlich die ein oder anderen Stellen, so wie, okay, man soll natürlich nicht durch den Innenraum mit Fuß rausfallen sollen, dürfen, aber wird wahrscheinlich einiges an Vorteile Dinge haben, so ein Leiterrahmen. Also am Ami war es zumindest so. Die tragenden Teile ist ja quasi der Leiterrahmen und am Leiterrahmen selber passiert eigentlich nichts, sondern es ist quasi das Chassis einfach nur wieder oben drauf gesetzt. Ja, an dem ist statisch keine Probleme, man sollte halt wirklich nur nicht durchfallen, aber das ist momentan nicht der Fall. Durchfallen und er soll nichts abfallen. Das war so das Kriterium. Ne? Was machst du jetzt? Vorglühen? Vorglühen! Oh, jetzt sieht man die Simme im Hintergrund. Spoiler-Alarm. Oh. Naja, seid gespannt. Zweitkanal. Ich wollte sagen, seid gespannt. Zweitkanal demnächst. Könnt ihr selber mal vorbeischneiden. Genauso wie ja. Das nächste Projekt schon wieder oben drüber. Repariert wird jetzt eine Etage tiefer. Aber es nimmt Form an. Müssen wir auch sagen. Irgendwie dreht der Motor auch schon schwer, ne? Haben wir doch wieder mal die Katze im Sack gekauft. Stell dir mal jetzt ein Auto, was funktioniert, was vielleicht ein bisschen mehr Strom hat, wie unser Ladegerät und die Powerbank und war irgendwie alles ein bisschen... Und in der Zeit werde ich jetzt schön einen anzapfen. Oh. Naja, warum frage ich euch, warum macht man die Becher kalt? Ja du, warum macht man im Restaurant die Teller warm? Ne? Also, natürlich nicht vorgekühlt bei uns im Shop. Schlag zu, die netten Wintertage beginnen bald. Und so mit Weihnachten, da muss man einiges an Mische trinken. Mit Schaum oder ohne? Ha, das sieht herrlich aus. Stefan hat Bier getrunken und einen Filter gewechselt. Ich habe eben aus meinen alten Kammern einen neuen Filter gefunden mit Pumpe. Weil bei dem anderen Filter hier, der angebaut war, war die Handpumpe leider undicht. Ja, eben schnell getauscht. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass er den Sprit hält. Boah, irgendwas knallt uns hier gleich auf den Ohr. Ah, komm, Junge! Will! Der Gott, ah! Der will, der will! Ja! Boah, was rappelt der? Oh, ein bisschen Pilot, wa? Er will, aber er will auch nicht. Die Wasserpumpe läuft auf jeden Fall. So,
Immerhin eins von jeder an der Karte. Oder hört mal an, ne? Alter! Das ist ein guter Diesel! Guck mal, eine Rappelkanne, ne? Was? Eine Rappelkanne. So. Ich würde sagen, da war ja schon mal 20% Glück zu diesem Kauf. Haben wir noch 80% Schrott. Müssen wir mal gucken. Ja. Das Herzstück ist schon mal da. Spannung ist null. Oh! Oh. Guck mal hier, fette Innenraumbeleuchtung haben wir sogar. Er fährt! Junge, sitzt man hier hoch drin, wa? Ja. Kopf frei hast du wohl noch, ne? Das zeig ich dir, ey. Geht richtig was. Was ist denn da für ein Auto? Nein, fahr weiter. So. Nee, gar nichts. Was knackt da? Wird ausgeschlagen, oder? Würde ich auch sagen. Warte. Was hier? Noch bremsen? Ja, komm mal, bremse. Die Sitze sind eng, also Komfort ist den anderen auch für den Wagen. War der ein Anschnaller? Hat er gar nicht, ne? Das ist ein Jagdauto. Ja. In Afrika brauchst du keinen Anschnaller. Knack da. Boah, Junge. Ui, 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 ui. Doch die Katze im Sack gekauft. Scheiße. Boah, sind da irgendwelche Komponenten hier nicht aufeinander zutreffen, oder? Alle Verkäufer. Oh. Was ist das? Der Verkäufer hat Glück gehabt. Alles in Mittelsperre, alle weg. Oh, Junge, ist das vom Gang drin jetzt? Was? Kraftschluss? Ja. Ja. Platz auch, einfach ich glaube, irgendwie so Manschette oder irgendein Gelenk ist da im Arsch. Ja. Oh, auf jeden Fall vorne blockieren. Rechts irgendwo. War auch eben beim Draufschieben, das war da. Ja, wo wir kurz vorm Ende da waren. Boah. Aber schier, was? Das ist der erste Gang. Ui, ui, ui. Oh, Tacho geht? Das ist der erste Gang, ey. Da ist das Gelände, ey. Oh, gute Sache. Boah, das ist richtig was am Arsch. Boah, was ist das? Was denn? Boah, weiß ich nicht. Komplettlose, Alter. Irgendeine Antriebswelle oder so. Wo haben wir gerade gar kein Allrad? Ist da richtig eine Sperre, der irgendwas. Nee, jetzt ist aber richtig was. Schaffen wir es noch bis da hinten? Oh! Oh! Scheiße, weil wir den Radlader hochheben. Da haben wir wieder was gekauft. Komm, einziehen! Wir haben hier so eine. Da angelegt, was so. Ja, irgendwie so was. Cool, fährt, lenkt und bremst. Vorderachse! Schrott! Wie? Also Differential der Vorderachse ist Schrott. Echt? Ja. Die ganze Kardanwelle ist klock, klock, klock. Vorne, wo die reingeht. Die Scheibenwischer gehen. Oh! Der Verkäufer hat gesagt, der ist da immer mitgefahren, war nix mit, Top-Auto. Ja. Wir sagen dazu eigentlich Arschloch, aber. Ja, egal. Der Tour wird keine Probefahrt machen. Ich wollte gerade sagen, Probefahrt konnten wir nicht machen, weil er gesagt hat, ist kein Sprit drauf. Letztes Mal trocken gefahren, im Tank geguckt, der ist randvoll. Also wieder selber zu dumm gewesen. Aber wo ist das, wenn man günstig irgendwas kauft? So. Ja, mal gucken, ob man die Vorderachse einfach überholen kann. Oder was darin kaputt ist, oder ob man direkt eine neue kauft. Das wird zerlegt werden, ne? Ja, also. Ein Projekt, was so rumsteht. Was? Eigentlich so den direkt gefundenen Container hier. Nee. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber lief, bis wir ihn abgeholt haben. Ja. Aber wenn das läuft, echt schier für die Yacht, ne? Aber der fährt doch überall durch. Ja. Vorderachse quasi. Du hast ja das, wie nennt sich das? Tellerrad? Ich glaube schon, das Tellerrad, wo quasi die Antriebswelle reingeht von dem Getriebe. Das Lager hat sich wahrscheinlich zerlegt und jetzt beim Fahren verkantet sich das und macht knack knack. Also wahrscheinlich einmal neu lagern oder die Zahnräder sind Schrott, dann brauchen wir eine neue Achse. Top! Klasse! Hat sich wieder gelohnt! Wollte gerade sagen, das nächste Geldgrab haben wir wieder gekauft. Da steht der erste. Genau, der erste steht da. Der erste.
Da wissen wir jetzt nur noch nicht, wann wir dran gehen, weil Money. Mal gucken. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Deswegen seid uns nicht böse, wenn wir vielleicht wieder eine Werbung annehmen, damit wir sowas fertig kriegen. Ja. Ist schon schier. Zumindest halt die Reifen noch Luft. Zumindest steht noch Wasser im Scheinwerfer hinten. Ja, gut, der ist auch gesetzt, ne? Gib die Klappe hier auf. Alles angeschraubt. Weil so die Form sieht echt mega lustig aus. Ja, das ist. Das Verfahren, dieses ganze Schaufel und blablabla. Wir sind noch richtig mit Dampf. Ich glaube, der Diesel, der hat wohl ganz gut Dampf da drin. Sonst hatten wir ja nur Benziner. Ja. Ist eh nur für im Gelände ein bisschen rumtuckern, ne? Ja, ja, aber ich frage mich, welchen Anhänger kriegst du denn da dran? Ja. Den müssen wir nach dem Zollstock. Oh, der ist 80 ist ja fast. Ein bisschen hoch. Fast 80 cm. Warte. Oh. 45 würde ich behaupten. Und zeig mal, wo 80 ist, wo ein Auto ist? Da ist 80. Also ist, da, sag ich mal, dahinter. Da ist jeder Tandem-Anhänger, sag ich mal, über, glaube ich. Das stimmt. Dann machen wir wieder zum Einachser. Jetzt wird es so richtig im Gelände, da muss die vordere Achse mitlaufen. Eben soll den einfach so lassen, wie er ist, ne? Ich glaube auch. Technik ein bisschen fertig machen und damit Spaß haben. Ei. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr jetzt in die Kommentare schreiben werdet. Ideen haben wir natürlich wie immer sau viele. Was da ja umsetzbar ist, müssen wir auch schauen, was das Portemonnaie hergibt. Wie ihr seht, Panzer läuft nebenbei auch noch, Golf 2 nebenbei läuft auch noch. Kleine andere Projekte laufen auch noch. Dies, das. Aber ich hoffe, wir konnten euch mit diesem tollen Fahrzeug wieder ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Wie gesagt, wir sind sehr gespannt, was ihr dabei rumkommt. Schaut bei uns im Shop vorbei. Wir sehen uns, bleibt uns gesund. Bis denn. Nicht, dass es noch langweilig wird.